Willkommen zu einem kleinen, sehr nostalgischen Video. Und zwar spielen wir ein Spiel, das ich damals sehr, sehr gerne auf der Xbox 360 gespielt habe. Es ist ein Xbox Live Arcade Game und ich hätte nie damit gerechnet, dass dieses Spiel irgendwann mal seinen Weg auf den PC finden wird. Und zwar spielen wir Miner Dig Deep. So heißt das Ganze, kann man mittlerweile auf Steam kaufen. Und ich habe damals auf der Xbox da unzählig viele Stunden reingeknüppelt. Das Spiel macht nämlich unglaublich süchtig, auch wenn es nicht besonders spektakulär aussieht und auch sehr, sehr simpel ist, also unglaublich simpel, aber wir sind hier eben dieser kleine Mann, ja, und wir hacken uns hier durch die Gegend. Im Moment haben wir sehr, sehr billige Ausrüstung. Hier sieht man es, eine billige Spitzhacke, einen kleinen Beutel, eine kleine Lampe, und das reicht aber, um die ersten Schritte hier zu machen, und wir hacken eben hier durch die Welt und sammeln jetzt hier Kupfer ein und irgendwelche Edelsteine und Kristalle und so weiter und so fort und können dann da oben bei dem Maulwurf uns auch diverse Dinge zulegen, ja. Zudem können wir dann hingehen und sagen, hey, Mr. Maulwurf, geben Sie mir mal ein Upgrade für meine Taschenlampe, für meine Spitzhacke. Ich brauche Leitern, ich brauche Öl, damit die Lampe leuchtet. Ich brauche einen Fahrstuhl, ich brauche dies, ich brauche einen Bohrer. Ich brauche alles, geben Sie mir alles, Mr. Maulwurf. Sie dumme Sau. Also ja, eigentlich total simpel, aber macht, wie gesagt, hardcore süchtig. So, hier oben sehen wir einmal, wie tief wir sind und wie viel in unseren Beutel reingeht. Im Moment können wir 10 Sachen mitnehmen und die hauen wir dann hier rein. Bumm. Und dann geht die Lore hier hin und die Sachen wurden verkauft. Jetzt können wir hier hin und sagen, hey, mein Freund, was geht so? Ja, alles klar, du hast mir die Mine freigegeben. Putz. Jetzt kann ich auch hier überall hin. Dankeschön. Und wir können halt hier neue Sachen holen. Wie jetzt zum Beispiel so eine Leiter. Das hier und irgendwann auch eine bessere Picke. Dann haben wir hier so einen Lift, eine Tasche und so weiter und so fort. Im Moment ist es ein Weihnachtsupdate. Normalerweise sieht das natürlich nicht so weihnachtlich aus, aber im Moment haben wir eben das Weihnachtsupdate. Das hier drüben, das ist ein Teleporter. Das ist ein Teleporter. Und mit diesem kleinen Teleporter können wir dann halt, wenn wir einen anderen Teleporter gefunden haben, immer wieder nach oben gehen. Ja, aber sonst müssen wir halt Leitern überall platzieren und so weiter und so fort. Jetzt brauchen wir erstmal Kohle. Jede Menge Kohle. Und es geht unglaublich tief runter. Und jetzt gerade ist alles sehr, sehr träge und langsam. Aber wenn man erstmal so eine Stunde gespielt hat, glaubt mir, wenn man dann erstmal die Schätze da unten rausholt und die Upgrades hat und so weiter und so fort, dann, ja, dann ist das Spiel halt wieder so ein richtiger Süchtigmacher. Auch die Taschenlampe. Hier sehen wir jetzt gerade den Radius. Die leuchtet nicht sonderlich weit. Aber irgendwann leuchtet die halt auch mehr und so weiter und so fort. Simpel, doch man kann da unendlich viel Zeit reindudeln. So, das nehmen wir noch mit. Dann sind wir voll. Tasche ist voll und dann geht es wieder nach oben. Und je weiter wir halt reingehen, umso wertvoller werden halt die Materialien, die wir rausholen können. So, einmal hier hin. Bumm. Boah, und irgendwann ist das richtig schön aufgehäuft. Und das ist halt dieses unglaublich geile Prinzip, wenn man dann halt wirklich Unmengen an Schätzen da unten rausholt in einem Beutezug. Man kann da unten auch feststecken und eben nicht mehr rauskommen. Und in so einer Situation hat man die Möglichkeit, ein Reset zu machen. Ja, also man kann hier auch ein Reset machen. Aber, Nachteil, man verliert alles. Man verliert wirklich absolut alles. Also wir brauchen jetzt erstmal so viel Geld, dass wir uns einen Lift holen können. Weil mit einem Lift wird das Leben deutlich leichter. Oh, ich glaube, meine Taschenlampe geht schon. Ja, die wird immer weniger. So, das nehme ich auch noch mit. Was haben wir hier? Eis. Bam, 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 bam. Ich grab mich durch die Gegend und die Taschenlampe ist leer. Deswegen sehe ich nichts mehr, was echt mies ist. Ey, ich brauche Geld für einen Lift. Kleiner Maulwurfmann. So. Solange wir so einen langen Gang haben, kein Problem. Und mit Leitern, wir haben ja auch noch eine Notfallleiter. Easy going. Dann ist ganz easy. Am besten, man findet den ersten Teleport und dann hat man halt schon direkt die Möglichkeit, hin und her zu swappen. So, nimm meine Kohle, Maulwurf. So, wie viel habe ich denn? Genügend für einen kurzen Lift. Oder arbeiten wir lieber noch ein bisschen mit Leitern? So, hier nochmal Sprit holen. Ja, wir machen noch ein bisschen hier weiter mit Leiter.
Weil der kurze Lift, ich weiß gar nicht mehr, Leute, es ist so lange her. Ich glaube, das Spiel kam 2009 oder so raus. Ja, das ist so lange her. Aber jetzt sehe ich auch wieder ein bisschen was. Was gut ist. Wir brauchen halt unbedingt bessere Ausrüstung, damit das Klopfen hier nicht so lange dauert. Denn je tiefer wir reingehen, da unten leuchtet schon ein Schatz, desto länger dauert auch hier das Hämmern. So, dich nehme ich mit. So. Komm schon. Ich will nämlich die ganzen wertvollen Steinchen hier. So, hier, dich brauche ich auch noch unbedingt. Aber man merkt schon, es macht halt wirklich süchtig. Keine Ahnung, man will immer weiter runter. Man kann da unten dann auch Blaupausen finden und Relikte und hast du nicht gesehen und man will es. Eigentlich muss man immer so bauen. Okay, das da oben kann ich jetzt leider nicht mitnehmen, sonst habe ich ein Problem. Aber, boah, hier sind noch zwei Sachen. Aber wir holen uns das da unten noch. Wartet. So. Komm schon. Yes. Taschen voll. Ist aber gar kein Problem. Denn wir arbeiten uns noch hier durch und nehmen zumindest schon mal das hier mit. So, wir haben jetzt hier eine Blaupause. Eine von vier. Und, okay, hier geht's nicht weiter. Wartet, wartet, wartet. Ich brauche eine Leiter. Okay. So. Perfekt. Oh nein, hier komme ich jetzt auch nicht weiter, oder was? No. Ich habe zu tief gebuddelt. No. Okay, ich brauche mehr Leitern. Jetzt habe ich halt nur eine Möglichkeit. Ich kann hier, ja. No. Und dann ist mein Zeug weg. Ja, wir brauchen Leitern. Wir brauchen hier Ladder, Ladder, Ladder. Ladder, Ladder. Nimm direkt mal 10. Dann ist auch hier mein Beutelleiter voll. Die Leiter macht den Beutel voll und deswegen müssen wir die jetzt auch direkt verbauen. Wir stürzen uns wieder hier unten rein. Am Anfang ist eh nur erstmal wichtig, dass wir hier die ganzen tollen Blueprints und so mitnehmen. Oh nein, ich habe auch kein Licht mehr, sehe ich gerade. Okay, wait a moment. Also hier brauchen wir wieder Leiter. Bumm, bumm, bumm. Oh, hier brauchen wir keine. Hier auch keine. So, perfekt. Jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen Licht holen. Und vielleicht machen wir einen kleinen Jump, wie ich schon ein bisschen weiter bin. So, wieder hier die Axt auswählen. So, mein Freund. Nochmal ein bisschen Sprit. Ich brauche den größeren Beutel. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen farmen. Erstmal ein bisschen Geld verdienen. So. Erstmal die Leiter hier wieder aus dem Inventar holen. Sonst bauen wir nämlich hier fröhlich heiter weiter Leiter. Ach ja, die kann auch hier so nach unten stürzen. So, das klopfen wir hier noch weg. Wenn ich schon dabei bin, Ordnung muss sein. Sehe ich auch wieder ein bisschen was. Hier mal hin. Ich brauche Geld. Also vielleicht machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung. Oh, 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 oh. Wir haben die nächste Ressource gefunden. Und mein Beutel ist schon wieder voll. Aber ich komme hier eh nicht raus. Also, was bauen wir? Richtig. Obwohl, wir brauchen nicht unbedingt eine Leiter. Aber wir werden so oder so eine brauchen, weil ich will das hier noch haben. Also, warte. Grabe ich hier noch ein bisschen weg. Ja, dadurch, dass man eben so limitiert alles hat, muss man auch ein bisschen nachdenken, was man macht und was nicht. Da unten leuchtet so viel Zeug. Komm schon. Ich brauche die ganzen Blaupausen hier. Die brauchen wir auf jeden Fall. Na komm, ich schlage uns hier noch den Weg weg. Kann ich hier rüber? Ja. So. Also merkt euch den Punkt, wo wir hinwollen. Ich bin jetzt schon wieder süchtig. Weil damals habe ich das Spiel, wie gesagt, gespielt auf der Xbox und irgendwie auf einmal war wieder draußen hell. Ich habe abends angefangen und plötzlich war hell. Allgemein, ich liebe solche Spiele. Ich wünschte, es würde mehr davon geben, weil es sind halt so richtig coole Zeitfresser.
Und dann auch diese Mechanik dahinter, man gibt Sachen ab, man verbessert sich, man wird krasser, stärker. Ich brauche eine bessere Lampe. Ich brauche wirklich eine bessere Lampe. Okay, 4000 für Eisen. Ah, haben wir im Moment genug. Und halt Blueprints. So. Wir bleiben jetzt mal hier auf der Seite. Aber wie gesagt, ich würde eigentlich gerne so einen kleinen Sprung machen, dass wir auch noch ein bisschen mehr sehen, weil ich glaube nicht, dass das ein Projekt wird. Denn, ja, ist nur so ein kleines Nostalgie-Video. Ein Spiel von mir eben, was ich sehr geil fand damals. Aber ich denke, die meisten können damit nicht so wirklich viel anfangen, weil ich kenn's ja. Grafik, Grafik, Grafik. Es muss immer alles... Oh nein, nein! Da war ein Stein! Oh, ich habe alles verloren. Meine ganzen Schätze. Gott sei Dank verliert man die Leiter nicht. Ja, die Leute sind immer so, Grafik, 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 muss geil aussehen. Action, 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 am besten noch Zombies und Nutten und viele Penisse müssen drin sein. Dann sind die Kinder glücklich. Ah, ich glaube, ich gehe hier nochmal ein bisschen hin. Mann, jetzt lief's doch gerade eigentlich ganz gut. Gib mir mal hier, oh, Doppelkupfer. Hey! Ja, Steine können runterfallen. Ich hatte es vergessen. Und ich habe den erst nicht gesehen. Ich war eben gerade ein bisschen zu gierig. Gehen wir hier nochmal hin. Nicht vergessen, ich muss immer planen, dass ich auch wieder zurückkomme. Wir haben fünfmal Leiter. Und hier kommen wir schon nicht mehr hoch. So. Bumm, weg das Ding. Und es steuert sich halt auch sehr gut mit dem Xbox-Controller, weil es ja mal ein Xbox-Spiel war. Ich komme nicht mal dazu zu cutten, so süchtig bin ich schon wieder. Verdammt, Spiel. So, Blueprint. Komme ich hier noch raus? Könnte sehr knapp werden. Nee, geht noch. So, wir müssen zurück. Müssen zurück. Go back, my friend. Go back. Na, hier könnte man noch hin und hoffen, dass hier irgendwas ist. Weil wirklich viel Money werden wir nicht machen. Wir haben jetzt nicht so die Mega-Beute. Was ist das hier? Yes! Ja, hier ist bestimmt auch noch irgendwas Wertvolles. Wenn er so lange hackt. So. Na, ein bisschen was rausgeholt. Und die Lampe ist schon wieder leer. Ich sag ja, am Anfang ist das Spiel echt ein bisschen qualvoll, ein bisschen anstrengend. Aber sobald man halt hier die Upgrades hat und auch die Blueprints da unten rausangelt und Teleports und oh, so viel Zeug, dann ist geil. Flop, rein mit dir. Gib mir Sprit, gib mir Leiter. Okay, noch einmal rein, noch einmal Beute holen und dann haben wir hier eine gute Hackedü. Dann ist gut. Na, ich glaube hier oben, oh doch. Krass. Auch hier oben hängt noch ein bisschen was rum. Okay. Naja. Wieso nicht? Ey! Ich glaube, das gebe ich sogar direkt ab. Weil der Beutel ist halt sehr klein. Hier. Nochmal 200 Caches. So, kleiner Cut. Ich hole mir eine bessere Hacke und ich will zwar nicht cutten, aber ich muss, sonst geht das Video ja wirklich unendlich. Ich sag ja, die Sucht. Die Sucht! Okay, ich... Noch da... Das holen wir noch. Das machen wir noch gemeinsam. Was haben wir hier? Yes! Noch ein Blueprint und noch das hier. Das ist wichtig. Das holen wir auch noch. Aber jetzt müssen wir unbedingt aufhören. Okay, Moment, hier ist noch... Kriege ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Naja, ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Okay, wir hören auf. Ich arbeite mir das jetzt. Ich bin in die Hölle da unten rein, wirklich. Achtung und... Boah, jetzt mache ich schon langsam Geld.
direkt hier 2000. Das bedeutet, wir können mal so einen Lift nehmen, nehmen so ein bisschen was hiervon und sind wieder komplett bankrott. Aber ich habe jetzt auch eine Eisenspitzhacke. Und jetzt fass mal auf, wie schnell das jetzt geht. Moment, erstmal wieder ein bisschen runtergehen natürlich. Ist ja wohl logisch. Wir wollen ja dahin, wo noch ein bisschen was zu holen ist. Und zwar hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier drüben habe ich auch ein bisschen rumgebaut. Oh, schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Ja, das hier bringt halt richtig Geld. Achtung. So, und jetzt zwingt mich das Spiel halt hier nach unten zu gehen. Also es wird auch ab und zu ein bisschen kniffelig. Aber man sieht schon, jetzt brauche ich hier nur noch einen Schlag. Ich will eigentlich das hier oben wegholen. Naja, dann eben nicht. Und dann haben wir hier schon, ja, gut was weggerödelt. Passt auf hier, zack, zack, zack. Ja, es wird angenehmer. Es wird angenehmer. So, yay. Ja, und nicht yay. Oh Gott, nicht yay. Kleiner Mann, freu dich nicht zu sehr. Denn überall sind auch Todesfallen. Achtung, ah, hier ist nix. Moment, hier ist schon wieder Ende. Ah, ich bin immer so schnell voll. Ah, warte mal, wo könnten wir denn noch hin? Ich brauche eine größere Tasche. Ich brauche schnellstmöglich eine größere Tasche. Mein Baggy Bag ist einfach zu low. Ich brauche ein Big Bag. Aber da ich im Moment wirklich alles an Geld brauche und wir schon wieder einiges zusammengeschustert haben, das bringt auch wieder wahrscheinlich mindestens so ein Taui, gehen wir das mal oben ab. Aber wir arbeiten dran. Und das geht unglaublich tief. Also ich kann mich noch an 500 Meter und so weiter erinnern. Ja, hier ein Taui. Habe ich doch gesagt. Lohnt sich. Lohnt sich. Ja, hier 10.000 brauchen wir für den Beutel. Und der Beutel ist wahnsinnig wichtig, weil wir alle kennen es. Da unten dick Schätze am Start. Und dann heißt es, ja, aber jetzt nicht mehr für dich, mein Freund. Not for you. Boah, langsam habe ich mir hier so ein richtiges Labyrinth zusammengebaut. Was gibt es eigentlich noch hier drüben zu holen? Hier waren wir noch gar nicht. Ja doch, hier waren wir auch schon. Okay, hier ist noch ein bisschen Kupfer. Hier ist noch ein bisschen Glas. Lassen wir lieber aber mal stehen. So, was haben wir denn hier? Stein. Müssen wir halt so ein bisschen runterschlagen. Weil die Lampe ist unglaublich wichtig. Man merkt es ja schon, ne? Wie schnell man hier einen tödlichen Fehler machen kann. Und der Beutel ist schon wieder voll. Ich brauche einen größeren Beutel. Ich überlege gerade, wo machen wir denn einen Lift hin? Boys. Ah, oh nein, dann hat sich's erledigt mit dem größeren Beutel. Die Todesfalle da unten hat mich erwischt. Aber ich will eh weiter runter, damit wir halt hier geile Ressourcen bekommen. Ich werde das jetzt wieder wahrscheinlich mein ganzes Leben reinstecken in das Spiel. Ich werde da so viel Zeit wieder reinstecken. Warum habe ich das nur angefangen? Warum habe ich das nur angefangen? Bis ich den Power Driller bekomme. Ja, das hole ich ganz schnell. Yay! Ah, hier sind so viele Steine schon. Hier sind schon so viele Steine. Oh, das brauche ich alles. Ja, zwei von denen hier. Tintin. Noch eins. Achtung. Okay. Ich glaube, hier mache ich mal Leiter hin. Okay, ich habe keine Leiter mehr. Hallo? Warum hat er immer noch die Leiter ausgewählt? Ach, von der Leiter kann man nicht wegspringen. Okay, das wusste ich nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, jetzt habe ich hier gutes Zeug und komme nicht mehr raus, oder was? Weil der Aufzug bringt mir hier auch nichts. Der geht ja nach unten. Wenn ich ihn hier platziere, dann arbeitet der sich so nach unten. Ist ganz nett, bringt mir im Moment aber nichts. Mist, und ich habe ganz gutes Zeug im Beutel. Aber von der Leiter kann man nicht springen und hier komme ich nicht durch. Ich kann nämlich nicht hier hochschlagen. Das heißt also, wir holen hier wirklich gar nichts raus. Oh no. Ja, das tut weh. Schade. Ah, lieber noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich sage immer 5. 5 ist gut. 5 ist sehr, sehr gut. Aber wir haben da unten jetzt einen Lift. Wir gehen da nochmal hin. Ich kann immer 2 Blöcke hoch springen. Im Moment noch. Im Moment noch. Ich weiß gar nicht, gab es da irgendwelche Booster?
So, also hier komme ich auch immer wieder hoch. Ja, hier geht's. Hier geht's nicht. Aber da habe ich ja hier den Weg für einen Notfall. Hier habe ich Leiter. Mein kleines Labyrinth. So, und hier muss ich halt weiterbauen. Ja. Dann machen wir hier mal ganz schnell noch. Eins, zwei. Man kann von der Leiter nicht springen. Ich dachte irgendwie, man könnte springen. Ja, jetzt sieht man hier, das bringt uns der Lift. Yay! Vorsicht! Wir haben wieder ganz wenig Taschenlampenenergie. Alles kann uns umbringen. Nicht so yay. Oh no! Ich hab mich erschrocken. Nicht so yay. Ich brauch Juice. Ich brauch Juice, Friendos. Ich weiß gar nicht, was auf der anderen Seite noch ist. Aber jetzt habe ich hier schon mal den Lift. Jetzt kann ich auch wieder mehr sehen. Ja, man braucht die Taschenlampe. Sonst erschlägt man sich mit den Steinen. Das Spiel ist schon wirklich vom Design her ganz clever. Muss ich leider sagen. So, hier oben hängt hier irgendwas spannend. Oh, oh. Oh, ich glaube, da buddel ich mich sogar durch für das hier. Ja. So, warte. Hab ich hier Leiter? Wie viele Leiter haben wir noch? 4? Müssen wir taktisch angehen. Toll, jetzt habe ich eine Leiter verschwendet. Wartet. Da müssen wir hier ein bisschen... Jetzt komme ich hier noch hin. Gut. Ha. Okay, ich könnte hier drauf, hier rüber. Würde also immer noch gehen. Ich will das nämlich haben, ja. Ja, und so funktioniert halt der Aufzug. Und da unten ist wieder ein neuer Blueprint. Jetzt kann ich wieder ein bisschen was sehen. Trotzdem, ich habe schon ein wenig Angst hier. Eins, zwei. Komme ich hier noch raus? Komme ich hier noch rum? Krieg ich das da oben? Na, ich krieg das. Yes. Gut, ich habe wieder ein bisschen was rausgefischt und diesmal will ich meine Beute nicht verlieren. Aber wir können mal hier in die Richtung eigentlich auch noch ein bisschen. In der Hoffnung, hier gibt es was, aber meine Taschenlampe, oh Gott! Ich hasse es, verdammt! Ich gehe bankrott hier. Oh, ich habe mich schon wieder zu Tode erschrocken. Da gebe ich mir so ein Act, um den einen Stein zu holen, ne? Dann werde ich von dem Dinger schlagen. Fies. Ich hätte direkt zurückgehen sollen, aber ich war gierig. Die Gier. Jedes Mal die Gier. Achtung, jetzt wieder ein Steinchen. Jedes Mal die verdammte Gier. Ich nehme jetzt ein bisschen was, weil wir brauchen Geld. Sonst gehe ich hier wirklich bankrott. Das wäre nicht gut. Ah, ich habe Angst, ich sehe das oben schon wieder nicht. Ja, das brauche ich. Noch habe ich Leiter. Alles gut. Und hier komme ich sogar ohne Leiter raus. Jetzt gehe ich aber wirklich hoch. Ich werde jetzt nirgendwo anhalten und mich nicht umgucken und nicht noch denken, oh, was ist das da? Ich werde das nicht mehr tun. Ah, hatte ich nicht noch einen Weg ohne Leiter? So, ja, doch, hier hat man noch einen Weg. So. Ich bin nämlich immer viel zu gierig. Ich will dann immer noch ein bisschen da unten rumfummeln und hoffen, dass da irgendwas Neues ist und... Irgendwann werde ich einen Lift halt runterziehen, wenn ich die größeren habe. Ja, es gibt jetzt hier die kleinen, aber es gibt später auch noch richtig geile. Dann ziehe ich schön einen Lift runter. Ja, endlich, Geld. Und davon jetzt 4 Mal und dann haben wir eine bessere Laterne. Eigentlich die Ebene, wo wir eben gerade waren, die müssen wir richtig schön ausbluten lassen. So, Vorsicht, hier können wir noch lang.
dann müsste ich eigentlich auch mal aufhören. Aber jetzt könnt ihr mal sehen, womit ich meine kostbare Zeit verschwende. Nämlich mit Spielen wie diesen hier. Die leider hardcore süchtig machen. So, eine Sache kann ich noch mitnehmen, okay. Die Frage ist nur, wo gibt's da noch was? Oh, yes. So, Beutelchen ist voll. Ich brauche Geld, ich brauche einen Powerlift. Aber ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Weil ich unbedingt mehr haben will. Ich will mehr. Ich will reich werden. Ich will runter zur Lava. Ja, in die Breite geht das eigentlich gar nicht so weit, aber es geht halt, wie gesagt, unglaublich tief. Also 500 Meter und so weiter. Oder Fuß oder was auch immer hier die Maßeinheit ist. An das kann ich mich noch erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wie tief es ging. So, wieder ein Taui gemacht. Jetzt sind wir schon wieder bei 2600. Wir machen Fortschritte. Wir arbeiten uns gerade hier die Laterne, obwohl ich eher den Beutel hätte. Ich werde jetzt auch ein bisschen tief gehen und ich muss aufhören zu spielen. Ich weiß. Moment, wir gehen noch einmal zum Lift und gucken mal, weil da haben wir jetzt schon ein bisschen hochwertigeres Zeug gehabt. Noch einmal ganz kurz darunter. Dann ist wirklich Schluss. Wo war der denn? Einfach immer weiter runter, runter, runter. Wie weit sind wir denn eigentlich jetzt hier? Ja, guck mal, wir sind gerade mal bei 40. Das ist nothing, Freunde. Das ist wirklich nichts. Boah, hier unten sind aber auch echt geile Sachen. Die ich unbedingt haben will. Können wir noch die Blueprint holen? So. Habe ich auch wieder Platz? Komme ich hier wieder raus? Ja. Wie viele Leiter habe ich noch? 3. Alright. Vorsicht. Vorsicht. Das nehme ich mit. Auf dem Eis oder was das hier sein soll? Oder Glas? Rutscht mal halt immer ganz fies rum. Aber man wird wenigstens nicht erschlagen. Ich will mehr Schätze hier oben. Das ist kein Stein, das ist ein Schatz. Tin. Da Tin, du. Okay. Okay. Und wir kommen raus. Wir kommen raus. Powerlift. Whoop. Ich sag ja, später brauchst du einfach ganz viele von diesen Lifts und dann kannst du einfach schön rausdudeln. So, aber jetzt, bitte. Nehmt mir bitte den Controller aus der Hand. Ich will aufhören. Noch verkaufen, aber dann aufhören, weil alle wollen jetzt wissen, wie viel Geld wir da rausgeholt haben. Ah, war schon ganz gut. War schon ganz in Ordnung. Und ching, 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 ching. Beinahe 2000, yes, es wird doch was. Oh, wir sind kurz vor der Lampe S. Aber ich will lieber den Beutel. Okay, bitte. Jetzt Schluss. Bewerten, runterladen, selber mal spielen. Macht süchtig. Sieht simpel aus, ist aber ein geiles Spiel. Ist keine Produktplatzierung, ja? Einfach nur eine Empfehlung. Tschüss. Bewerten.